Denn für sowas sind wir noch viel zu schwach. Wir hatten es nämlich hier mit Nebenquests wie in Order of Dawn. Wir schreiten erstmal ein Stück in der Hauptstory voran, machen Nebenquests, die wir da auf dem Weg machen können. Und solche Ihr verunreinigt diesen Ort, Runenknecht. Ich wünschte, Elone hätte euch nicht hierher gebracht. Wir dulden keine Fremden auf dem Gletscher. Dennoch habt ihr euch von dem Dunklen täuschen lassen. Tragt euer Anliegen vor und dann geht. Ich verschwende ungern meine Zeit mit euch, Kreatur. Sehr arrogant. Trolle? Auf dem heiligen Berg Arends? Ihre Anwesenheit ist ein noch größeres Übel als die eure. Sie kamen vom Wintertal her. Einen alten Götzen der Scharok haben sie aus dem Eis gescharrt und beten ihn jetzt an. Sie nennen ihn den großen Mugwa und warten darauf, dass er sich ihnen offenbart. Der Winter möge sie verzehren. Wir hätten sie schon längst erschlagen, aber sie verstecken sich vor unseren Bögen und schleudern gewaltige Steinbrocken. Okay, jetzt wissen wir, was das für Trolle sind, die die ganze Zeit nach dem großen Mugwa schreien. Warum entführt der Fialdark die Königin aus dem Eis? Wenn ihr glaubt, er tut dies, um Arin freizusetzen und uns allen den Wintertor zu bringen, täuscht ihr euch. Der Drache kümmert ihn gar nicht. Der Frostweber kümmert ihn nicht? Nein, er trachtet einzig und allein nach der Königin Blut. Das ist sein Begehr, das Blut einer Erstgeborenen. Seht, es gibt magische Rituale, die Wesen oder Naturgewalten beeinflussen. Und es gibt Rituale, welche die Götter selbst bewegen. Er will die dunklen Götter in die Welt zurückholen. Ja, und nur das Blut eines Gottkindes, eines Erstgeborenen, enthält die Macht, dieses Ritual zu wirken. Wenn die Sonne am Weitwintertag Aonias Stern verdeckt, wird er das Ritual durchführen. Gelingt es, öffnet er eine Pforte im Bann der Götter und die Renegaten werden zurückkehren. Dann wandeln Noah und Zarach wieder durch die Welt. Aber durch was für eine? Eine Welt aus Eis, in der ein einsamer Drache vergebens nach seiner toten Königin ruft. Ja, aber Zarach hat die dunklen Völker erschaffen. Warum sollte er nicht auch neue Rassen hervorbringen können? Und der Fialdark wird im Abgrund, am Herzen der Welt, auf seine Herren warten. Wir fürchten den Drachen ebenso wie ihr, denn sein Zorn treibt die Geschöpfe des Winters aus den Bergen und gegen unsere Mauern. Aber unsere wahre Furcht gilt jenem Ritual am Weitwintertag. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Genug, um etwas zu bewirken. Zu wenig, um lange Reden zu halten. Ihr wisst von einem magischen Schutz gegen Feuer? Es gibt eine Geschichte über die alten Zwergenschmiede, die an ihren Essen jeder Glut zu widerstehen vermochten. Sie nannten diese Magie den Feuerbann, ein altes Geheimnis, das sie stets wohlgehütet haben. Kriege und Zeit haben die meisten der alten Schmiede dahingerafft. Nur von einem wissen wir, dass er noch lebt. Sein Name ist Vindjalf. Er lebt in Fastholme, der Zwergenstadt in den Grimvarg-Bergen. Um sie zu erreichen, müsst ihr euch gen Osten halten. Davor liegt allerdings das Wintertal, ein altes Schlachtfeld, das ihr überqueren müsst. Ein gefährlicher Ort. Wenn man euch das Stadttor geöffnet hat, folgt dem Weg nach Osten. Achtet auf die Trolle, die dort hausen. Also ja, das Tor da ist jetzt offen. Wir haben eine neue Quest, also einen neuen Questabschnitt. Reist durch das Portal im Nordosten ins Wintertal. Um Fastholme, die Zwergenstadt zu erreichen, müsst ihr das Wintertal durchqueren. Ein altes Schlachtfeld, das Portal dorthin befindet sich im Nordwesten von Tirgandar.
Ja. Nord- und Südtor sind noch geschlossen, was gut ist. Das heißt, ich hole mal meine kleine Kampftruppe. Ja, genauso ignorieren wir erstmal die hier oben. Ja, und jetzt müssen wir erstmal ohne Lena auskommen. Weil diese will sich um die Flüchtlinge kümmern, während wir den Feuerbann holen. Okay, da sind Graulinge, die bewachen. Was? Ja, also hier ist sicher. Speichern wir mal wieder. Hier sollte ich definitiv gucken, dass ich öfter speichere. Oh ja, das Ding, das kommt wie gerufen. Da sind noch mehr Graulinge. Okay, wilde Wölfe. Das ist ein Hinterhalt. Okay. Auf mein Zeichen. Mugwa groß! Mugwa weise! Mugwa machen Bäuche voll! Wir Mugwa dienen! Großer Mugwa! Großer Mugwa! Ja genau, die Fernkämpfer mit einem Nahkampfbuff belegen, das ist immer hilfreich. Oh, violetter Blutedelstein. Hm. So, das Heldenportal ist frei. Mal gucken, ob wir nochmal neue Truppen kriegen. Ja, Frostfall. Oder ob das jetzt war. Oh, und ja, hier kommen die Jungs. Ah. Giftkreischer. Diese Viecher sehen nicht nur furchtbar aus, sie machen auch furchtbare Geräusche. Ja. So, du hast eine göttliche Heilung, göttlichen Zorn und die weiße Allmacht. Ha? Folgt mir. Folgt mir. Sofort. Also, was Schnell. Haben wir da drin noch? Oh, nicht schlecht. Mentalmagie verzaubern, Mentalmagie Magie aufspüren. Eine Schnell. Große Klingenklaue. Sofort. Mir nach. Mir nach. Folgt mir. Sofort. Oh, mir nach. Was ist hier? Vorwärts.
Hier. Mir nach. Okay, hier sind Trolle. Mir nach. Folgt mir. Ah. Zu Befehl. Ich glaube, daran erinnere ich mich noch. Genau, da muss ich hin. Da stehe ich nämlich direkt hinter ihrem Trollgötzen. Dies scheint die Statue einer primitiven Gottheit zu sein. Opfergaben verraten, dass sie von den Trollen angebetet wird. In den Rücken der Statue ist ein Trichter eingelassen. Durch den Trichter sprechen. Welchen Befehl sollen die Trolle erhalten? Von den Trollen einen Gegenstand fordern. Hört mich, Krieger! Ich gebiete euch, mir ein mächtiges Artefakt darzubringen! Oh! Mugwa spricht! Mugwa spricht! Hammer der Verzweiflung. Kann ich nochmal was fordern? Mugwa groß! Mugwa weise! Nichts. Okay. Wir Mugwa dienen! Großer Mugwa! Großer Mugwa! Also ja, auf der einen Seite könnte ich die Trolle in ihren Untergang schicken. Auf der anderen Seite könnte ich sie auch einfach ignorieren, bis ich ein Level habe und sie dann selber töten. Die Gegner in der Richtung sind jetzt nicht unbedingt gefährlich. Und nein, so wie es aussieht, muss ich jetzt mit dem, was ich so an Truppen habe, klarkommen. Mal gucken wir mal, was haben wir von ihnen gekriegt? Hammer der Verzweiflung ist gar nicht mal so schlecht. Und ja, das wusste ich. Das mit den Trollen wusste ich nur, weil ich das irre lustig fand, damals sie so verarschen. Ich weiß noch, ich könnte sie jetzt die Gegner in der Richtung angreifen lassen. Was mir allerdings keine Erfahrung bringen würde. Zu euren Diensten. Ich könnte sie aber auch Tirgan nach angreifen lassen, was sie umbringen würde. Mir nach. Also ja, wenn sie hier angreifen. Vorwärts. Zum Angriff! Aber ja, die Graulinge hier, die kann ich auch selber töten. Die Linien müssen halten! Und los! Vorwärts. Ich habe ja immerhin Gitzok.
Für die Freiheit! Schnell! Schließ die Reihen! Sofort! Folgt mir! Oh, Asche-Skelette. Haltet durch, Männer! Mir nach. Und los. Spinnsein, Rover und Topaz. Kämpft, Männer! Schlagt sie zurück!